Willkommen zurück, meine kleinen, mutigen Gürteltiere. Wir sind immer noch in der großen Bibliothek und schleichen hier durch die Gänge mit unsichtbarer Präsenz im Nacken. Ja, es wird zunehmend fieser. Und ja, mal gucken, wie das Ganze läuft, weil ich vermute ganz stark, dass wir uns auf unseren Krips bzw. auf unsere Merkfähigkeiten verlassen müssen. Und oh, die Tage, dass ich Memory gespielt habe, sind schon ein bisschen länger her. Und ja, ein Porträt von Ivan dem Schrecklichen, als er jung war. Es ist nicht sehr bekannt. Grace glaubt nicht, dass es wirklich von ihm ist. Zumal meine Merkfähigkeit dadurch getrübt wird, dass wir irgendwie 2:30 Uhr nachts gerade haben. Es ist alles einfach unglaublich kacke dunkel hier. Oh, nee, ich möchte noch nicht runter. Und ja, das macht alles halt besser. Ich bin müde, es ist dunkel und ich muss mir Sachen merken. Das ist nicht so prickelnd. Okay, anscheinend muss ich dann doch da runter. Da unten haust die Präsenz. Ja, geil. Ich muss nochmal zurück. Ich muss echt nochmal zurück. Oh, vielleicht würde ich nicht rennen. Nein, nicht rennen, habe ich gesagt. Und ich muss mir die Kameras angucken, wo die Präsenz da rumgammelt. Weil hier oben scheint es safe zu sein. Aber da unten ist es definitiv nicht safe. Deswegen, wir müssen einfach nochmal gucken. Wo ist die Leiter? Danke. Weil ich habe es beim besten Willen jetzt nicht behalten können, wo die Präsenz sich gerade hier überall verdrückt. Ich weiß, dass die zweimal in der Ecke gehockt hat mit einem kleinen Tisch dabei. Das weiß ich noch. Aber ansonsten müsste ich lügen. Okay, hier haben wir die erste Präsenz. Aber wo ist das? Okay. Das ist die zweite Präsenz. Die hängt bei einem Schreibtisch rum. Die hängt bei einem Schreibtisch und die hängt auch bei einem Schreibtisch. Okay. Das ist derselbe Schreibtisch. Oh, da gammelt noch eine. Oh. Okay, das sieht aus wie eine Leiter da tatsächlich ganz links. Und in der Ecke gammelt die Präsenz. Okay. Ja, das ist derselbe Tisch. Okay, das heißt, irgendwo ein Tisch mit einer kleinen Lampe vorne dran. Die Kamera ist tot. Wo ich hier bin, habe ich keine Ahnung. Vor allen Dingen ist es unglaublich dunkel. Ich weiß es nicht. Das sagt mir gerade gar nichts. Hier unten ist auch bei so einem kleinen Tritt, bei so einem Schemel, ist die Präsenz. Und hier. Achso, ja, da auch nochmal. Da ist sie hinter einem Schreibtisch. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück und hoffen, dass wir uns das halbwegs gemerkt haben. Weil auch wenn ich durch wiederholtes Hämmern auf die A-Taste mich quasi aus dem Griff der Präsenz befreien kann, glaube ich nicht, dass ich das 24/7 machen kann. Also sonst könnte ich einfach da unten rumspazieren und wenn ich gecrappt werde, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Aber ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Ich glaube, irgendwann ist unser Charakter einfach zu schwach, um sich zu wehren und wird dann einfach von der Dunkelheit gecatcht. Also das ist ja meine Erklärung, ansonsten wäre es einfach zu einfach. Und ich hätte keinen Grund irgendwie
das Ganze anders zu lösen. Gut, das heißt, wir müssen hier runter. Okay. Dann gehen wir hier links. Moment, da ist das hessische Bild, was ich gesehen habe. Da war die Präsenz auf der linken Seite. Genau. Da war die auf der linken Seite, die Präsenz. Ah, und da ist die Leiter. Okay, wo wir gesehen haben. Okay. In der Ecke kauert dann die Präsenz. Okay. So weit, so gut. Das haben wir schon hingekriegt. Sehr schön. Wie geht's weiter? Okay. Ja, die ist ausgeschaltet. Kann es einschalten? Okay, das war. Okay. I should go back to the monitors. Ja, das war easy. Was haben wir da noch? Da oben? Okay, da oben kann ich nicht mit interagieren. Okay. Das heißt, wir wissen. Jetzt habe ich die Cutscene weggedrückt, weil ich dachte, der wird nur da runterklettern. Okay. Machen wir uns mal darauf gefasst. Okay, wir wissen ja, ein kleiner Schreibtisch in der Ecke und ein Schemel. Da wollen wir wegbleiben von. Und das andere war ein ganz, ganz dunkler Korridor, wo ich keine Ahnung habe, wo der gewesen sein soll. Okay. Das sieht doch schon sehr duster aus, aber ich glaube nur wegen Feuerzeug. Okay. Ah, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal in die Kamera und versuchen herauszufinden, was denn diese neue Kamera, die von oben da drauf strahlt, uns für Informationen jetzt gibt. So. Gucken wir doch mal. Wow. Ja. Und da am Schreibtisch. Und hier wütet eine. Das heißt, ein Globus in der Ecke. Und ja. Das ist auch noch ein Raum, den ich nicht ganz verstehe. Aber das heißt jetzt für mich quasi, ich muss hier vorne reinlaufen. Ist das so? Muss ich jetzt hier laufen? Weil anders, da geht das ja irgendwie nicht, oder? Hä? Ich muss dann hier links. Oder rechts? Ah, ich habe null Informationen hierzu. Das ist doch jetzt echt zum Mäusemelken. Ich gehe nochmal zurück. Weil irgendwie muss das ja gehen. Da waren wir gewesen. Das war dieses Bild, wo wir dann rechts am Regal entlang gelaufen sind. Und das ist das andere im selben Regal, wo wir dann hier vorbei sind und da die Leiter hoch sind. Hier ist ein Globus in der Ecke. Und ich weiß nicht, wo das ist. Hier ist auch nochmal die Dunkelheit bei einem Schreibtisch. Und ich glaube mal, da wollen wir hin. Und hier kriege ich die Dunkelheit auch bei so einem Schemel rum. Und der Gang ergibt für mich noch gar keinen Sinn. Ich kann es euch gerade beim besten Willen nicht sagen, aber für mich ergibt das nur Sinn, dass ich hier entlang muss. Kann ich hier durch? Nein. Kann ich hier vorbei? Oh!
Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Nein, kann ich nicht. Diesmal war es stärker, okay. Okay. Hm. Das, aber warum sollte ich da durch? Ich hab doch schon... Nee. Irgendwie bin ich falsch. Oder muss ich von der anderen Seite nochmal starten? Hm. Ich würde sagen, finden wir es mal raus. Vielleicht muss ich ja auch hier drüben nochmal weiter. Und von der anderen Seite laufen. Das wäre doch das Einzige, was ich mir erklären kann, weil da komme ich nicht bei und das sind alles Sackgassen. Ja, schon wieder im Hintergrund irgendwelche unheilvollen Geräusche. So, hier waren wir gewesen. Und dann ging es ja hier links rein. Aber das war's. Ich werde das nicht nochmal in die Mitte latschen. Hm. Ich gehe jetzt nochmal zu den Monitoren runter. Rüber. Da drüben. Das bringt mir gar nichts. Nee, da ist dicht. Hm. Ach. Ich bin hin und her gerissen. Weil, wenn ich mir den Raum angucke, da ist ja nichts. Also das ist jetzt gerade oben. Aber wenn ich hier unten bin, da ist ja hier nichts. Wir haben hier auf der also links war die Präsenz gewesen. Wir könnten hier nochmal gucken, ob ich rechts bei kann, aber ich weiß nicht mehr, wo rechts die Präsenz war, ehrlich gesagt. Okay. Ja, okay. Globus. Globus, Globus, Globus. Das heißt, die Präsenz hängt hier an der Wand. Ich muss hier bleiben. Oh Gott, die Kamera ist so schlimm. Genau, da hängt die Präsenz. Und hier dann dazwischen. Aber nicht so weit, weil da hängt die Präsenz auch. Hier ist der Tisch. Kamera, magst du dich drehen? Kamera. Kamera, dreh dich bitte. Okay, ich mache einfach mal Schritt für Schritt. Ich habe keine Ahnung. Alter. Also an den Globus erinnere ich mich noch. Was ist das für ein Raum? Was ist das jetzt? Ach du Scheiße. Waren wir hier schon mal gewesen in irgendeiner Art und Weise? Waren wir hier schon mal gewesen? Ach du Kacke. Also ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Ich habe gerade mal noch geguckt auf mein Gekritzel, was ich hier noch gemacht habe. Okay. Leute, was sagt ihr? Ene mene mu, geradeaus oder rechts bei? Ene mene mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ich glaube, die sind sehr alt. Ich probiere es einfach mal auf gut Glück hier lang. Oh. Und, ob, ich bin bereit, X zu drücken. Okay. Da ist das Dokument, was ich haben will. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo die Präsenz war. Ich weiß es nicht mehr. Ich bezweifle, dass ich hier einfach um die Ecke latschen darf. Ich bezweifle, dass ich einfach hier um die Ecke latschen darf. Also würde ich einfach mal
ganz, ganz kackend dreist mich ganz vorsichtig nach vorne wagen, weil der direkte Weg, der scheint für mich nicht der sicherste zu sein. Oh Gott, ist das ein Schemel? Wenn ja, weiß ich, dass die Dunkelheit da ist. Weil einmal kauerst du an so einem Schemel, das weiß ich noch. Und einmal an... was ist das? Boah, erschreckt mich schon nicht, dass du was sagst. Okay, was haben wir hier? Natura Tenebrosa. Unheimliche Ereignisse, okay. Ein alter Band, der die Geschichte der Ermittlungen von Legrand und seinen Gefährten erzählt. Sinister nature. Interesting. Ja. Damit. Verdammt. Renn doch nicht rum. Am Ende landest du irgendwo noch bei der Dunkelheit in den Fängen. Ja. Oh. Scheiße. There was another book about Argos LeGrand in the library. Oh, Gott sei Dank. A collection of research trips written by two of his associates in the early 1900s. Sinister Nature was a kind of narration of LeGrand's frustrated trips in search of paranormal phenomena, with one of the last pages marked by Husha, the cursed concert St. Cecilia's Abbey. St. Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Husha wanted when he set out in LeGrand's footsteps, or how long he planned on doing it, but it was a start. The best place to start looking, before it gets too late. Oh, das haben wir nochmal geschafft. Irgendwie hat's geklappt, heute Nacht um 1:30. Geil. Also ganz so alt und verkalkt bin ich doch nicht, wie ich manchmal die Knochen anfühlen. Okay, ich kann nur Husha wählen. Husha, ein exzentrischer Charakter mit traditionellem Geschmack. Erfolgreicher Autor von Geschichtsromanen. Okay, er ist nur sehr unauffällig. Dann ist es wohl Husha, wo wir wählen. Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. By the time you tried to warn me, we had all heard the music. Now I find myself trapped in a tragic race against time. Geil. I had a hunch. I thought that perhaps by returning the box to you, damn it, I've been such a fool. I lied, Isaac. I'm sorry. I just need you to hold on while I find a way to make things right. No, er hängt ein bisschen gut ab. I left the house without telling Catherine. How could I possibly explain something like this? Okay. I thought she'd never believe me. And I was wrong. But now it's too late. Ja, jetzt sind alle tot. I only hope you're all safe and that you will find a way to forgive me. Wie? I must put an end to this once and for all. For my family, for you, and for my own sake. Argos LeGrand. Everything revolves around that name. He was the person who had the box crafted and picked out the melody. I know he died in 1913. Newspapers of the day reported a violent burglary in his home. Everyone died, save for Ariadne, who was just a baby. Rechnen wir es bei ihr ein oder was? The case was closed, but something just doesn't add up. The police investigation was far too short-lived, and the bodies were not buried, but incinerated. I believe they were trying to hide the truth. I discovered that the book, Natura Tenebrosa, was written by two of LeGrand's collaborators. The same two who followed him across Europe, researching all matter of ridiculous legends, all equally far-fetched. The last case in the book speaks of LeGrand's last journey, on which he embarked just before making the music box. I've followed in his footsteps for weeks now, visiting every place, following every lead about that melody. Alas, I have reached the last leg of this journey, in the north. Okay. I find myself among the deserted ruins of St. Cecilia's Abbey, now covered in snow. Here, in 1912,
the annual concert in honor of the patron saint of music was held. Legrand was not there at the time, but he came to investigate soon after. Every single person who attended that concert died or disappeared in mysterious circumstances, and the abbey has been abandoned ever since. Vielleicht haben die damals die Dunkelheit heraufbeschworen. A clue I can pursue. If not, I don't dare think about the future. I can barely distinguish what's real from what's not. Something is watching me, following me, drawing closer and closer by the day. Ja, gut erkannt. The melody still haunts me. Its notes echo constantly in my head. With each passing minute, they sound more ghastly and foreign. I see darkness all around me, and shadows lurking in the corners. I see my world merging with something else. I see another place. The black die Dunkelheit. I feel it's here with me. Vielleicht folgt sie dir auch schon die ganze Zeit. Ist dies das Ende? Gut, das heißt, wenn wir ihn verlieren, ist es wirklich scheiße. Wir haben keinen Ersatzcharakter. 2. Oktober 1998. Intermezzo am Ende der Straße. Time to move. I have to find it. Ja. Die Frage ist, wonach suchen wir denn? Verdammt, die Tür muss vorher zugefallen sein, als ich den Raum verlassen habe. Da ist ein kleiner Spalt, wenn ich nur ein Werkzeug hätte. Aha. Keine Karte verfügbar. Okay. Wie sieht's damit aus? Verschlossen, oder? Die Tür klemmt, unmöglich sie zu öffnen. Also, aber ehrlich sagen, so eine verlassene Abtei oder Kloster, da würde ich auch gerne mal nachts durch die Ruinen schlendern. Ich glaube, das jagt einem wirklich schön die Nackenhaare hoch. Aber ich würde es gerne mal machen. Einfach nur, um die Erfahrung zu haben. Ist alles abgesperrt anscheinend. Entweder abgesperrt oder zugefallen. Ja. Abgeschlossen und zu stabil, um aufzubrechen. Oh. Eine Hake. Ich glaube, das ist ein wunderbares Werkzeug, was ich in die Tür klemmen kann zum Aufhebeln. Okay, die Tür wird verrammelt. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um eine dieser Dielen zu entfernen. Okay. Ja gut, ohne Werkzeug ist das echt schwer. Was haben wir hier noch? Ich habe diese Bücher schon einmal durchgeblättert. Kann ich in den Schnee raus? Tatsache. Die Frage ist, ob ich hier irgendwas... Oh, da ist ein Spiegel. Die Stille freut sich. Hier sind mehrere Spiegel. Und in der Mitte ist ein Brunnen, ja. Ganz, ganz typischer Aufbau, ganz klassisch. Aber ich denke mal... Ach, ich habe hier keine Karte von dem Gebiet. Von da komme ich wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Wasser? Das Tropfwasser hat das Becken gefüllt. Ja. Und wahrscheinlich hier... Oh, da ist noch eine Tür. Aha. Okay. Interessant, da geht es in den Innenraum. Von da komme ich. Die Treppe muss schon vor langer Zeit eingestürzt sein. Okay. Genau. Und die Tür ist auch abgesperrt. Dann hebel ich erstmal die andere Tür auf. Weil, wenn ich das gerade machen kann, dann mache ich das doch zuerst. War das das? Ja. Und komm, auf damit. Ja, so hebel ich auch immer Türen auf. Lautlos und ohne Kraftanstrengung. Oh, da brennt noch ein Feuerchen. Ah. Du hast es angezündet. Dann weißt du doch, dass er in Feuerchen brennt. Das ist eine große Erleichterung.
den Brenner anzuzünden. Was haben wir da noch? Eine Gabel? Durch diese Rohre fließt kein Wasser. Okay. Die Rohre tropfen seit Tagen, Monaten, Jahren. Ein Blasebalg. Der Holztisch ist aufgrund der Feuchtigkeit in diesem Raum verfault. Super. Ein paar alte, miserable Tongefäße. Okay, das heißt, ich habe immer noch keine Karte. Aber das heißt, dass ich hier ein Rätsel habe mit Wasser. Gut. Und da alle anderen Türen zu sind, werden wir mal da vorne reingehen und mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Ja, und ich vermute, dass es in dieser Kathedrale, also in dieser Basilika angefangen hat mit der Dunkelheit. Ja, klingt gut. Weil ihn wollen wir eigentlich nicht verlieren. Was haben wir hier? Es hat nicht funktioniert. Das Wasser kommt hier nicht durch. Okay. Stinkt zum Himmel. Die Rohre sind überall undicht. Überall. Über die Oberfläche des Tisches strömt eine übel riechende dunkle Flüssigkeit. Yam, yam, yam. Es schneit noch immer. So. Karte muss ich gar nicht prüfen. Wir haben keine Karte. So. Mal gucken, was hier sonst noch ist. Noch ein Türchen. Mal kurz lauschen. Klingt gut soweit für mich. Gucken wir mal, was drin ist. Ach, das Klo. Oder der Abort. Es riecht schlimmer, als es aussieht. Der Hauptabfluss ist blockiert. Jede einzelne Oberfläche ist mit einer Schicht aus Feuchtigkeit und Fäulnis überzogen. Verstehe ich gar nicht. Ja, diese Sanitäranlage sieht echt komisch aus. Aber was mache ich hier im Klo? Da ist noch eine Kiste. Alte Amorphen. Die Luft ist voller Fliegen und einem widerwärtigen Gestank. Ja, Herzschlag ist beschleunigt. So, aber da war jetzt nichts Brauchbares dabei. Okay. Irgendwas ist hier draußen anscheinend noch, was ich jetzt übersehen habe. Ich vermute ganz stark, dass es das da ist. Aber Füllfederhalter, was ist das? Passiver Glücksbringer. Okay. Vielleicht kann ich hier am Brunnen irgendwie interagieren. Ja, was ist das? Nee, nur dass der Brunnen mit Eis überzogen ist. Das hätte ich mir denken können eigentlich. Tja. Oh, kann ich hier? Nee, auch nichts mitholen. So. So, meine lieben Gürteltiere. Ich würde diesen Part hier beenden. Zitternd im Schnee stehen, aber Gott sei Dank nicht von der Dunkelheit verschlungen. Ich hoffe, euch gefällt es bis hierhin. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich sehr freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.